Nachdem wir es aus dem schrecklich konstruierten Raumschiff geschafft haben, landen wir auf dem Planeten Halo. Angekommen auf der Oberfläche, sieht man endlich mal eine freie Umgebung. Ja, so soll es auch sein, eine freie Fläche zum Erkunden. Leider muss ich erst einmal strikt linear meinen Teammitglieder zu Hilfe eilen. Am Punkt angekommen, verteidigen wir mit unseren Kameraden die Stellung gegen feindliche Aliens. Gut, jetzt hat man endlich mal das Gefühl für eine richtige Schlacht. Nach dem ersten Angriff folgt eine weitere Gegnerwelle. Hat man die auch erledigt, kommen noch mehr Gegner. Und dann noch eine. Okay, wir haben es verstanden. Aliens wollen uns töten. Wo bleibt der Höhepunkt? Ich meine, es wäre doch nicht zu viel verlangt, wenn zur Abwechslung mal dieses Schiff direkt angreift und wir die Aufgabe haben, es zu zerstören. Zum Vergleich, in Perfect Dark kommt es in einer Mission zu heftigen Schusswechseln und nebenbei wird der Spieler von einer hochentwickelten Kampfdrohne verfolgt. Diese gilt es dann am Ende mit einem Raketenwerfer unschädlich zu machen. Yeah. Ach, zurück zu Halo. Nachdem man die letzte Welle von gleichen Gegnern eliminiert hat, setzt sich der Spieler das erste Mal in einem Fahrzeug. Super! Das Thema Abwechslung wurde also doch verstanden. Auf in die Freiheit und... Oh nein. Nein, da fahre ich nicht rein. Ich will ein freies Gebiet erkunden, nicht irgendwelche Tunnels entlang fahren. Aber naja, ich habe in einem linearen Spiel eh keine andere Wahl. Des Weiteren muss man in dieser Höhle einen Schalter umlegen, damit sich eine Brücke ausfährt. Hey, und das Terminal ist sogar nicht direkt daneben, dass man es erst suchen muss. Es ist zwar das einzigste Terminal in diesem Level, nicht so wie in Perfect Dark, wo man mehrere Terminals hat und das Richtige finden muss, aber gut, das wäre zu viel verlangt. Nachdem man die Brücke überquert hat, verlassen wir endlich den Tunnel. Gott sei Dank, Tageslicht. Und wir sehen die ersegnete freie Landschaft. Ja, es gibt also doch noch Hoffnung. Und wir haben jetzt auch eine richtige Aufgabe. 3 Gruppen von Überlebenden finden und beschützen. Wo ist die Musik? Naja, ein Moment der Ruhe. Wenn es wieder Action gibt, dann... Nein, die Musik setzt nicht wieder ein. Sie bricht einfach mal aus Langeweile ab, da das Spiel angefangen hat, Spaß zu machen. Aber wir haben ja immer noch die freie Gebietswahl und die Orte sind auch abwechslungsreicher. Und wir haben eine gute Missionswahl. Oh nein, wir werden überrannt. No survivors, Master Chief. Was? Ja, sie sind tot. Also Mission gescheitert? Oh, ich kann also weitermachen, obwohl die Instruktion lautet, beschütze die Überlebenden. Also gut, um Zeit zu sparen, lass sie einfach sterben. Ein Speedrunner würde das, denke ich mal, auch genauso machen. Oder er tötet sie einfach. Echt clever. Vielleicht klappt das ja auch bei Perfect Dark. Los Jungs, macht sie fertig! Oh, Mission gescheitert. Also müsste bei den Halo-Missionszielen eher stehen, finde die Überlebenden oder löse jeden Einzelnen von seinem sinnlosen Dasein. Gut, dann mache ich das bei der letzten Gruppe auch so. Jetzt kann ich abgeholt werden, nächste Mission. Ach verdammt, ich muss noch jeden Alien töten. Mein Ziel ist es also, alles zu eliminieren. Lächerlich. Aber nach dieser soliden Ballerei werden wir endlich abgeholt und können zur nächsten sinnlosen Mission fortschreiten.